Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wie immer auf Vanilla unterwegs und falls ihr euch erinnern könnt, haben wir hier hinten die Landbrücke zu den beiden Shops und ich würde heute gerne mit euch diese Transition-Ebene dekorieren und dazu ziehen wir jetzt mal den Helm auf. Gut, mit dem Helm auf dem Kopf werde ich jetzt kurz hier den Boden verlegen, denn ich habe noch keine Ahnung, wie das aussehen soll und das wird wahrscheinlich ewig dauern und das will ich euch nicht antun. So, der gute Storch ist hier bei uns und möchte zusammen mit uns ein wenig dekorieren. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier die Sachen, die ich rausgesucht habe, mal gemeinsam umgestalten. Den Baumstammhocker, das habe ich alles schon. Das Holzschild müssen wir noch gestalten. Da machen wir heute einfach ein wenig Muster drauf. So. Gut, was haben wir noch? Das brauchen wir auch nicht umgestalten, aber die Papiertasche. Da würde ich lieber das Blumenmotiv wieder nehmen. Gut. So. Ich habe jetzt mal hier die Grundidee, dass man hier quasi auf dem Weg zum Einkaufen, Sträuch sitzt im Weg, quasi seine Gefährte hier parken kann. Das heißt, ich wollte einen Parkplatz hier hin machen. Und ja. Bin ich mal gespannt, wie das so hinhaut. Hier machen wir auf alle Fälle mal ein paar Büsche hin. Okay. So, den Bretterzaun, den nutze ich jetzt hier einfach mal, um das Ganze abzugrenzen. Hier hin. Und hier nach unten hin. Dass wir hier so ein bisschen die Abgrenzung haben. Und hier drüben möchte ich gerne natürlich, dass wir weiter drüber sehen können. Okay, so. Wir starten jetzt einfach mit der Seite. Und zwar habe ich mir hier Mofas mitgebracht. Einmal möchte ich hier natürlich mein Partylichtertor hinstellen. So, damit man hier reinkommt. Und hier, glaube ich, brauchen wir keins, weil hier natürlich schon was steht. Okay, das heißt, die zwei brauchen wir gar nicht. So, dann schieben wir hier mal noch die Mofas hin. Also einmal ein weißes. Und dann stellen wir hier auch noch eins hin. So, und dann habe ich noch eins in grün, weil ich dachte, dass das vielleicht ganz cool aussieht. Ja. So, dann habe ich einen Wegweiser, dass wir den vielleicht irgendwie so hier hin machen können. Dann machen wir mal die weißen Blumen drunter, weil den Wegweiser, glaube ich, kann man wieder nicht so gut mittig ausrichten, wenn ich mich nicht täusche. Nee, der steht immer so ein bisschen, ja, komisch. Hier kann der... kann das Holzschild hin, dass wir das irgendwie so hier hin machen. Das finde ich, sieht ganz süß aus. Die Weizenfelder behalte ich jetzt mal noch. So, das Kürbislaternen-Set habe ich mir für hier mitgenommen. Genau. Hier hin machen wir auch mal noch einen Hut auf dem Boden. Und da passt doch eigentlich ganz gut so ein Hocker hin. Wo ist er denn da? Und da dachte ich mir, dass wir vielleicht den Gemüsekorb draufstellen können. Und hier kann man, glaube ich, ja auch was draufstellen. Dann machen wir das so. Gut. Jetzt brauche ich natürlich noch hier hinten. Da machen wir jetzt einmal noch einen Busch hin. Und dann sehe ich da eher noch ein paar Blumen.
Ja, okay. Mal ein bisschen überlegen. Hier machen wir einmal den Kürbis hin. Und hier machen wir noch die Abgrenzung. Und dann mache ich hier quasi die Baumstamm-Pfahlsets hin. Wenn ich das jetzt hier quasi einmal nach oben schiebe und ein Stückchen nach hier. Ich glaube, da kann man hier und hier Blumen hinmachen. Das, glaube ich, sieht ganz gut aus. So, hier kommt auf jeden Fall mal noch hier hin. Und dann habe ich den Standardholzzaun noch dabei. Dann machen wir mal hier einen hin. Und hier machen wir zwei hin. Dann machen wir hier noch. Perfekt. Gut. Die Weizenfelder haben wir noch. Okay. Hier kommt auf jeden Fall auch noch ein Busch hin. Genauso wie hier. Und hier ganz runter in die Ecke. Dann würde ich hier auch gerne nochmal einen Gelbkürbis hinmachen und hier in die Ecke packen wir ein Weizenfeld. Ja, das glaube ich ist ganz gut und dann sehe ich auf jeden Fall eins hier. Mhm. Hier machen wir einen Baum hin, genauso wie hier. Wir brauchen ein wenig Grün. Hier passt noch gut einer rein. Und hier machen wir auch mal noch einen hin. Hier benutzen wir mal noch. Wir ignorieren jetzt den Ballon. Ich weiß, wir brauchen ihn, aber ich will da jetzt nicht hinlaufen. So. Gut, dann haben wir noch den Bücherstapel und die Papiertasche. Wo passt das am besten hin? Hier habe ich gleich noch eine Idee. Die Papiertasche machen wir hier hin. Warum hat... Ach jetzt, okay. So. Dann möchte ich hier gerne noch ein Weizenfeld hinter dem Zaun. Genau. Kann ich den Bücherstapel hier irgendwo hinpacken? Ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Hier will ich gerne... Die hier. Dass man hier so hingehen kann für den Überblick. Und dann machen wir hier den Kürbisdingens hin. Dass man hier die Kürbislaterne hinpackt, aber quasi andersrum, sodass man das Gesicht nicht sieht. So. Hier machen wir noch den Hasen hin. Der braucht natürlich auch noch einen Platz. Ich möchte, dass er uns anschaut. Gut. Und hier kommt auf alle Fälle noch das Feuerholz hin. So, jetzt habe ich noch ein Baumstammpfahl-Set. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Ich glaube, hier könnte es ganz gut aussehen. So. Und das Buch, das wollte ich hier irgendwo noch ablegen. Vielleicht legen wir es so hier hin. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann holen wir uns hier noch 8 Sachen und die Westernfassaden. Moment. Okay, so.
Ich habe hier einmal die Flamingo-Bänder. Die wollte ich in die hier packen. So. Dann machen wir hier, ich versuche jetzt mal, ob das gut aussieht. Wenn nicht, ist nicht so tragisch. Aber so, dann hier. Aber ich habe kein Unkraut rausgeholt, sondern ich habe aus Versehen Ranken rausgeholt. Das wollte ich nicht. So. Und so. Und hier machen wir nochmal so. Oh, den können wir uns holen. Wenn er hier draußen ist. Schauen wir mal, wann er hier drüben ankommt. Und dann, aber wir können kurz so lange gucken, was ich für die Chrysanthemenkisten brauche. Oh, da waren sie eh schon. 10 Unkraut und 3. Okay. Wir müssen gleich gucken, wie viele ich brauche. So, hier haben wir, was ist drin? Geld. Und dann müssen wir natürlich unseren Zähler nach oben machen. Und das packen wir gleich weg. Gut, dann holen wir jetzt kurz ein paar Blumen und ich pflücke natürlich auch ein paar Chrysanthemen. Okay, ich habe jetzt ein paar Sachen hier geholt und starten wir, da hinten ist schon wieder ein Ballon. Vielleicht gehen wir gleich und schauen mal, wie wir den runterholen. So, hier noch ein paar Blumen verteilen. Dann machen wir hier noch einen Busch hin und dann gehen wir und laufen kurz zum Ballon. Der müsste ja hier jetzt dann genau auftauchen. So, ist das jetzt, ups, das sollte Nummer 84 sein. Was ist in Nummer 84 drinnen? Eisenerz. Okay. So, dann machen wir hier 84 draus. Sehr schön. Unser Counter wird immer besser. Gut. Hier machen wir die hin. Schauen wir mal, wo haben wir noch Platz für Blumen? Hier auf alle Fälle. Weiß. Dann machen wir da hinten gelb. Machen wir mal die hin. Das ist ganz gut. Hier haben wir auch noch Platz. Da kommt weiß hin. Und dann machen wir hier nochmal was Gelbes. Hier machen wir grün. Dann haben wir hier nochmal was Weißes Platz. Und dann machen wir hier nochmal gelb. Und dann müssen wir nochmal ein paar Blumen holen. Und vorher basteln wir hier nochmal. Oh, das ist falsch. Ich wollte zum Basteln. Vorher basteln wir hier. Wir könnten unsere 5 Sterne Lily of the Valley holen. Dann machen wir hier mal ein paar Stück. Ich stelle davon mal die 5 benötigten her und sammle noch mal ein paar Blumen. Und dann gucken wir gleich, was wir weiterhin machen. So, ich habe aus meinem Blumenmeer hier noch mal ein paar Blumen geklaut. Und hier habe ich im Durchlaufen gesehen, dass sich hier wieder was vermehrt hat. Und jetzt rennen wir hier einmal zurück. 2 von den Chrysanthemenkisten habe ich schon verteilt. Hier packen wir die anderen hin. Gut. Haben wir hier. Jetzt schauen wir kurz. Um
wir das hier so machen und dann haben wir hier einmal Unkraut und hier einmal Unkraut. Hier verteilen wir noch. Ich mag das einfach nicht, wenn da so leere Flecken sind. Ne? Das wird sich nie ändern und ich werde jedem Ding immer zumüllen, aber ich mag das nicht. Hier machen wir einen hin, einen Code. Hier kommt auch ein Code auf den Boden. Hier haben wir noch Platz. Genau. Hier machen wir noch. Hier haben wir auch noch mal. Ich glaube, da kommt Unkraut hin. Hier haben wir Unkraut und hier auch. Geht hier noch was hin? Ja, okay. Hier auch. Und auch hier. So, hier in der Ecke legen wir die Eiche ab. Und hier würde ich gerne einen Zapfen noch hinlegen. So. Und ich denke, dass das so ganz gut aussieht. Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn es einmal alles gewachsen ist. Deswegen springen wir jetzt ein paar Tage und dann schauen wir uns an, wie unser fertiges Werk aussieht. Die Tage sind wir gesprungen. Ihr bekommt jetzt das Geld von... Haben wir Geld? Nein. Was war denn Tunnelung? Ach so, weil wir in den Mai gesprungen sind. Ich habe doch gar nichts verkauft bei der Wunschlapp. Was ist los? Gut. Wir schauen uns das an und ich habe gehört von Melinda, dass wir einen Besucher auf unserem Campingplatz haben. Das heißt, wir gehen jetzt zuerst dahin. Hat jemand ausziehen? Aber hier haben wir wieder ein bisschen Verschleiß. Vielleicht sollte ich hier einfach ein paar Büsche pflanzen. Und ich könnte noch die gelbe Tulpe loswerden. Und dann pflanzen wir in die letzte Ecke hier einfach auch nochmal einen Busch. Und hier einfach nochmal. So, dann haben wir das hier auch einfach vollgepflastert. Dann besuchen wir jetzt kurz den Campingplatz, bevor wir uns da unten unser Ergebnis anschauen. So, oh. Ja, Strolch, was kann ich für dich tun? Oh, er wollte mir eine Emotion beibringen. Oh, danke schön. Oh, er ist schon cute hier, ne? Schauen wir mal, was bekommen wir? Oh, hi Selina. Ach, sie ist so süß. Aber von der Farbe her, schaut sie an. Und jetzt schaut ihr mein Line-Up an. Ist jetzt nicht so der Brüller, oder? Deswegen müssen wir sie jetzt leider hier lassen. Und ich zeige euch jetzt unser Ergebnis von unserem Bauwerk, würde ich sagen. Ja, das ist unser kleiner Transition-Bereich, würde ich sagen, mit der kleinen, kann man das Blumenkohl-Farm nennen? Ich weiß nicht. Ja, auf alle Fälle kann man hier super entlang gehen und shoppen gehen. Hier parkt man dann seinen Scooter und dann geht man los zum Shoppen. Und ich bedanke mich beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.